5 Pfennig kostet der Eintritt bei Kino Balke. Wir saßen alle nur so auf Bänken, ne? 5 Pfennig war viel Geld. Was für Filme gab's da? Frau Meier hat Pech. Kinderfilm. Darf ich herzlich Sie begrüßen, meine Damen, meine Herren? Wir wollen Sie unterhalten, ja, wie hätten Sie es denn gern? Wollen Sie es lustig oder traurig oder doof oder banal? Das ist uns ganz egal. Ja, schön ist das Leben, wir nehmen's wie es ist. Wir Künstler, wir sind Opti, denn Pessimist ist Mist. Und was die anderen Leute denken, das ist uns ganz egal. Man lebt ja nur einmal. Lebe wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben. Diese kleine Weisheit aus Norddeutschland, die wird überhaupt gar nicht mehr richtig beachtet, meine Damen und Herren. Sehen Sie, die Hass und das Tempo unserer Tage entfernen uns immer weiter von den sogenannten inneren Werten. Vertrauen in die Zukunft und wiedererwachte Lebensfreude spiegeln sich in dem geschäftigen Treiben der Innenstadt. Sie zeigt wieder ein friedensmäßiges Gesicht. Wir schauen in die Archive. Die ersten Hamburger Bilder datieren aus dem Jahre 1906 und lagern in der Landesbildstelle. Der Nordwestdeutsche Rundfunk beginnt mit der Archivierung seiner Filme im Jahre 1950. Karteikarten und merkwürdige Titel. Wir suchen die Stadt und Symbole der Stadt, offizielle und heimliche, beiläufige Dokumente. Der Lauf der Zeit. Tritt in den Kreis, du meine Rosa, tritt in den Kreis, du meine Blume. Also in Kreis. Und sonntags morgens war das. Und dann waren wir alle hübsch angezogen. Damals trug man so Kleider und Schürzen, auf dem Popo eine große gestärkte Schleife. Und die Mütter alle, ne? Meine hübsche Tochter, ne? Alle. Und dann kamen die Jungs. Und dann die Mütter vom Balkon. Pass mal auf, du. Ich sag das deiner Mutter. Und dann liefen die weg, nicht? Und einige waren nett, einige Jungs. Kommt doch auch mit. Die sangen dann auch mit und gingen auch mit rum. Und spielten Tritt in den Kreis, du meine Rosa. Tritt in den Kreis, du meine Blume. Sangen dann auch mit. Ja, wir spielten, dann Versteck spielen. Und das durfte man ja nicht. In den Treppenhäusern. Und, ach, dass du mir nicht im Treppenhaus spielst, nein. Kinder, wir wollen mal Versteck spielen. Ja, sag ich, hier darf ich nicht. Wir gehen in die Bachstraße. Ja, da gehen wir hin. Oben auf dem Boden in der Bachstraße hatte ich mich versteckt. Und du, oh, du kriegen die ersten
lief nur runter, das von Große. Und ich war eine Lütte und ich kam nur nicht mit. Da kam eine Frau und fasste an meinen Zopf. Pass mal auf, du, ich geh zu deiner Mutter. Großer Gott, hatte ich eine Angst. Wie nach Hause kam, sagt meine Mutter, warum isst du denn nicht? Ich hab heute gar keinen Appetit. Das ist doch irgendwas, was hast du denn? Mama, ich will es jemandem sagen. Eine Frau hat an meinen Zopf gefasst und hat gesagt, sie will zu dir kommen. Ich war auf dem Boden in der Bachstraße. Die lass man kommen. Werde ich ihr erzählen, was ich für ein ungezogenes Kind habe. Wir sind ja, wenn wir dieses Jahrhundert betrachten, in der ziemlich privilegierten Situation im Gegensatz zu allen anderen Jahrhunderten, dass wir also bewegte Bilder vorliegen haben mit all dem, was die auch an Genauigkeit vorhalten. Also zum Beispiel ein Filmfragment von 1906. Man sieht, wie das Bismarck-Denkmal enthüllt wird. Das sieht aus wie ein Riesenkondom. Ja. Dann fährt der Wind einmal kräftig drunter, dann guckt Bismarck mit den Knienspitzen durch und dann ist plötzlich der Kopf frei. Und man sieht unendlich viele Menschen, die dann die Zylinder und Kreissägen abheben. Gleichzeitig gehen aber zum Teil auch Regenschirme hoch, weil es muss sich mal wieder um einen Regentag gehandelt haben. That's 1906. Rain again. Wieder Regen. You could see it now. Die Stadt lesen wie ein Buch. Ich habe es alles immer sehr intensiv erlebt, was ich erlebt habe. Nicht? Also ich habe das immer alles, auch in der Schule, ich konnte immer alles erzählen und konnte auch mich unmöglich benehmen. Nicht? Also ich habe es dann einfach getan, ich wusste schon, ich durfte das nicht, aber ich habe es dann doch getan. Ja, wie der Lehrer in der Schule sagte eines Tages, da war ich aber schon etwas größer. Ich kam gleich, ich wurde die Erste bei der ersten Versetzung. Peinlich, nicht? Ich wurde die Erste und rannte nun gleich zu dem Platz hin, wo die Erste saß. Nein, so geht es nicht. Ich kam irgendwo zwischendrin. War vorlaut, redete dauernd dazwischen. Also du kommst auf die Schlingelbank. Ich saß auf der Schlingelbank. Dauerte nicht lange, da sagte eine Freundin, die war die zweite Klassenplatz nach, ich möchte auch auf der Schlingelbank. Und dann kam die dritte noch, wir ersten drei saßen dann auf der Schlingelbank und da habe ich gesessen, bis ich aus der Schule kam. Da hatte ich immer unmittelbar Kontakt mit dem Lehrer und das interessierte mich am meisten. Und dann kam einmal ein Lehrer, der sagte über Geschichte. Und da sagte er zu uns, also es können alle Leute wählen, nur wer Armengeld bezog, der durfte nicht wählen. Ich, ohne mich zu melden, warum denn nicht? Nein, die sind arm, die haben kein Recht zum Wählen. Was können die dafür, dass sie arm sind? Ich sag dir doch, die Leute, die Armenrecht haben, durften nicht. Das finde ich sehr ungerecht. Ich finde die, so findet ihr das richtig, sagte ich dann zu den Klassen.
nun halt mal den Mund. Ich sage, ich finde das ungerecht. Ja, nun halt mal den Mund und nun arbeiten wir weiter. Also, sowas habe ich mir geleistet. Nicht? Also, militante Anführerin. Ja. Und dann fand ich den Spazierstock vom Lehrer. Da band ich meine Schürze drum in der Pause und sang, es keimt, es blüht zum Völkerkrieg. Da sagt der Lehrer, was ist das denn? Ja, ich spiele Maizug. Die anderen Kinder gingen hinterher. Das lass mal schön sein. Bring mal meinen Stock weg und bind deine Schürze um. Ja, also sowas machte ich. Ne? Also, ich war darin vielleicht eben ungezogen. Ne? Also. Wann ist es gegründet worden? 1884. Im Streitz, also heute Streitzhaus war damals. Also ist das nicht das älteste? Nein, also diese Bücher, ich habe zwei, sind gerettet worden. Das heißt, die sind von der Gestapo abgeholt worden, weil ja einige Namen drin waren, die also nicht so der Zeit entsprechend. Und dann sind sie also zur Gestapo gekommen und nach dem Krieg, und zwar Anfang der 50er Jahre, die haben also im Heizungskeller Roten Baum, da war ein Gestapo-Haus, haben die gelegen im Heizungskeller. Und ein Hausmeister hat drin gegraben und fand also Namen Caruso, hat das Blatt rausgerissen und hat bei den Engländern Zigaretten oder Kaffee eingetauscht, ja? Nicht? Und der kam irgendwie Anfang der 50er Jahre und sagte, eigentlich habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, aber ich glaube, das gehört hier zu Ihnen und ich wollte Ihnen eigentlich den Rest gerne bringen. Und da sind nur noch zwei Bücher. Und das, die früheren Bücher sind irgendwie verloren gegangen. Das waren die Rebhühner, doch gut im Kriegsjahr 1917. In St. Pauli, bei Altona, bin ich verlassen worden. Ich hab geglaubt, weil es so schön, wir zwei würden nie auseinandergehen. In St. Pauli. Wenn die Sonne aufgeht, übersiedeln die Trunkenen in die Parks um St. Pauli. In ihrer Wärme suchen sie den Schlaf, der ihnen nachts fehlte. Obdachlos, verkommen, verloren. Hallo. 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 Polizei. Der Jugendschutztrupp in den Grünanlagen beim Bismarck-Denkmal, dem Wahrzeichen des Hamburger Hafenstadtteils St. Pauli. Man sucht streunende Jugendliche beiderlei Geschlechts. Ihre Zahl steigt. Die Zahl von jugendlichen Besuchern St. Paulis steigt überhaupt. Diese jungen Leute suchen hier weniger die Prostitution, sondern eher Beat und Rauschgift oder beides. Das andere ergibt sich dann von selber und kostenlos, sagt ein junger Mann. Hallo. Hier liegen die neuen, eigentlichen und aktuellen Gefahren. Sie sind nicht auf St. Pauli beschränkt, sondern weltweit. Aber in Deutschland konzentrieren sie sich nirgendwo, so wie hier in Hamburgs berühmtem Amüsierviertel. Ja, stehen wir langsam auf, ne? Ja, zwei und... Ich würde aber auch spielen. Lass liegen. Ein bisschen weiter runter ist die Semperstraße. Da wohnte mein Onkel Fritz, der hatte da ein großes Mietshaus mit unendlich vielen, vielen Türen und Etagen, also ein Riesenhaus. Und Onkel Fritz, der hatte sich nachher zur Ruhe gesetzt und ging in seiner Freizeit immer in den Stadtpark. Und dann fragten wir, wo warst du, Onkel Fritz? Es gab zwei Rentnerecken im Stadtpark. Die eine hieß Monte Carlo und die andere hieß Flohkiste. In der Flohkiste, da saßen die Alten und politisierten.
und in Monte Carlo tauschen sie Karten. Da ging mein Onkel hin, ne, wo ich denn flog ist. Der hat mir erzählt, dann wussten ja irgendwas Politisches, ne? Das war der Stadtpark. Wurde alles zu Fuß gemacht. Groschen für die Bahn, das kannst du gut zu Fuß gehen. Das gab's nicht. Mein Bruder kriegte von meiner Mutter 10 Pfennig, dass er sonntags nachmittags, das war sein Vergnügen, zum Hauptbahnhof fuhr. Und da saß er unten und guckte zu, woher die Züge kamen und wo sie hinfuhren. Die Zeit war eine, Horst, die war ganz anders. Am Dammtor und am Hauptbahnhof lädt die S-Bahn das Arbeitsheer der Innenstadt ab. Allein auf dem S-Bahnsteig im Hauptbahnhof steigen täglich über 30.000 Menschen ein und aus. Am Dammtor sind es noch einmal halb so viel, 15.200. Rund 40% aller S-Bahn-Benutzer aber fahren im Spitzenverkehr. Morgens zwischen 6 und 8, nachmittags zwischen 4 und 6. Alle 3 Minuten ein Zug, aber das Gedränge reißt nicht ab. Jeden Morgen und jeden Nachmittag wieder das gleiche Bild. Wie wir zur Schule gingen, also als ABC-Schützen, da wusste die Lehrerin nichts mit uns anzufangen, wie oft nicht, nicht. Die ging über Tisch und Bänke, da sagt sie, setzt euch mal alle hin, nun wollen wir mal hören, was ihr alle werden wollt. Denn die meisten wollten Mutti werden, ich möchte eine Mutti werden. Und ja, ich möchte gerne Kinderfräulein werden. Siehst du, da war schon der Hang zum, nicht, die See gehen immer im Garten mit den Kindern spazieren. Ich möchte Kinderfräulein werden. Und da kam ich ja dran und sagte, was möchtest du werden, ohne zu überlegen, ich möchte Schießbudenfräulein werden. Was die wohl gedacht haben, ich nehme, das muss ja furchtbar für die gewesen sein. Ne? Also das war für mich der Idealberuf, Schießbudenfräulein. Das ist doch Hans Albers hier, nicht? Ja, ja, der, na, ist, also, das der ist Hans Albers ist ein Laufen drin, der hängt auch vorne bei uns in den Künstlernischen. Vor, nach 3 Tage Liebe muss man zu Schimmern gehen. Das ist doch eine tolle Eintragung. Ich habe das Gefühl, Herr Fontanani, Sie mit Liebe und Frauen holen Sie mal sehr viel aus dem Büchern raus. Das ist doch in Ordnung, muss man doch auch ein Auge für haben. Finden Sie nicht? Sicher, ja, aber das sind auch ganz andere interessante Sachen. Aber es ist doch schön, wenn Hans Albers schreibt, vor und nach 3 Tage Liebe muss man zu Schwimmern gehen. Das finde ich schon schön. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, deine Reise? Bis zum Südpol erlangt unser Geld. Kapitän, nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in die weite Welt hinaus. Der so
Ich bin 1924 nach St. Pauli gekommen, als 13-jähriger Junge. Mein Vater besaß bei Goslar ein Sägewerk. Es waren damals die schweren Zeiten. Die Weltwirtschaftskrise, Sie wissen ja. Pleiten über Pleiten. Und so ging es auch meinem Vater, der dort pleite gegangen ist. Und es wurde in der Familie groß verhandelt. Was machen wir? Wie kommen wir weiter? Was wollen wir anfangen? Dann ist wohl mein Vater auf den Bolzen gekommen, auszuwandern in Richtung Hamburg. So ist das gewesen. Ich war Kind. Ich habe damals hier die Schule dann besuchen müssen. Mein Vater hat hier eine Schlachterei aufgebracht, die lag in Wilhelmsburg. Und für sich war Wilhelmsburg damals schon so ein Stadtteil, wie er auch heute ist. Die Werftarbeiter waren da zu Hause? Ja, die Gastarbeiter gab es ja damals noch nicht in dieser Form. Die Arbeiter auch von der norddeutschen Affinerie, Metallhütte. Genau, so war es, ja. Und er hat dann eine weitere Schlachterei in Hamburg aufgemacht, in der Neustadt. Und wurde dann Fleischlieferant des Hotel Kaiserhofs. Und wiederum der Inhaber des Hotel Kaiserhofs, ein Name, der hieß Hermann Friedrich Ader. Großer Mann damals, aber auch mit wenig Geld, aufgrund der schlechten Zeiten. Mein Vater lieferte damals die Lebensmittel, also hauptsächlich Fleisch und Wurst, dem Kaiserhof. Und dann kam der Hermann Friedrich Hader, der nun Eigentümer des Grundstücks in der Großen Freiheit 10 bis 12 war, und fragte meinen Vater: Mein Laden, der liegt schon so lange still, können Sie das nicht übernehmen? Jedenfalls mietete mein Vater diesen Laden, dieses Lokal an, das hieß damals, also der Vorgänger, der hatte den Laden auf Ballhaus New York getauft. Dieser Name New York wurde sofort von uns entfernt und es kam das Ballhaus Jungmühle daran. Unter der roten Laterne von St. Pauli sang mir der Wind heute zum Abschied. Sein Lied, sang mir der Wind sein Lied auch. St. Pauli. Drum denk ich immer so gerne an St. Pauli, wenn auch mein Mädel mich lang nicht mehr sieht. Von St. Pauli wirst du am Tag meiner Heimkehr Eis stehen. This has the feeling of tired people coming home. Hier spüre ich einst ein Stadtteil der Arbeit, belebte Straße, jetzt nur noch ein Eckhaus am Kanal, sonst nichts. Hier sind wohl müde Arbeiter längst gegangen, sie kamen aus dem Hafen, sie kehrten in der Eckkneipe ein Bier vom Abendbrot, dann sind sie nach Wilhelmsburg reingegangen, nach Hause. Diese Straße muss mal viele Menschen gesehen haben, sie sieht aus wie eine Hauptstraße ins Viertel. You can kind of imagine this street full of people walking to work and then walking home tired. Die Frau, die jeder liebt, bist du. Das hört man natürlich gerne. Dies wünscht dir Fritz Jacobsen. Erfinde des 1-Stunden-Arbeitstages. Das ist natürlich auch sehr nützlich. Ich fasse es in die heutige Zeit zu. Aber Frau Schumann, die Kaufleute, die doch, also zumindest seit der Austernkeller gegründet wurde, ja, mehr oder weniger das Hauptkontingent der Besucher stellten, für die ist das ja auch eingerichtet worden. Ja, die haben sich hier nicht verewigt. Die waren so regelmäßig. Das war so selbstverständlich, so wie heute, wenn Kaufleute kommen. Also, egal. Manchmal schreibt einer rein, nicht? Aber ja, die sagen aber von sich aus. Ja, ja. Das habe ich gehabt so, nicht? Können wir mal sehen, wir möchten uns auch eintragen. Na und? Ein Fremder in Wilhelmsburg. Es ist der Ort vor der Stadt, auf den Elbinseln.
Dort, wo die schmutzigen Kaufmannsindustrien untergebracht wurden, die Affinerie, die Mineralölindustrie, die Gummifabriken. Die Altlasten, die Arbeit, nicht im Blick der City. Einen neuen Schmuckuckuck herbei. Ja, gnädiger Herr, von Herzen, 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 Herzen gern. So ein verliebter Tor verpufft euch Sonne, Mond und alle Sterne. Oberhafenkantine, erbaut in den 20er Jahren für die Eisenbahner und Lastwagenfahrer. Heute ein fast vergessener Ort unterhalb der Bahnstrecke, die in den Hamburger Hauptbahnhof führt. Gewöhnt man sich daran. Carla Lorre und Großer Hoffmann beim guten Schümann im schönen Hamburg, Juni 1932. Vielleicht Premiere von Fritz Langs M. Ja, ist ja unglaublich. Ist unglaublich. Hans Brausewetter. Ja. Der sich umgebracht hat. Ordentlich, aber. Ja. Tja, ja, viele natürlich. Marianne Hoppe. Das ist dann schon August 1933. Bernd Aufnahmen zum Uferfilm. Heidisch Schulmeister Uwe Carsten. Uwe Carsten. When ones are four, we stand with. Yes. Yeah. Come over to us. Yeah. This is where Germany stands. Vote with a yes. Es gibt letztlich nur zwei Botschaften auf den Transparenten: Stolz und Vaterland. Und das Erstaunliche ist, dass man eben die tiefen Brüche, die geschehen sind, nicht erkennen kann. Also es ist so, es geht einfach weiter. Wir haben hier jetzt rübergeblättert auf den 15. Dezember 1933 und eine Welt ist inzwischen verändert worden. Aber man merkt es nicht. Es ist ganz erstaunlich. Man merkt es wirklich nur, wenn Sie nachher in den Krieg gehen. Also das ist die Zeit, in der die Familie Schümann in diesem dann arisierten Betrieb, der nicht hier war, aber da kann man schon sehen, dass hier und da versuchen die Leute immer mit dem Speiseplan den Verhältnissen ein Schnippchen zu schlagen. Aber es ist wirklich nur am veränderten Speiseplan und an den Bezugsscheinen und am grammmäßigen Abwiegen der Waren zu erkennen. Ja, oder Karl Ludwig Diehl ausgerechnet am ersten Eintopfgericht-Tag. Was erzählt Ihnen dieses Material über Hamburg?
Dass es, wie in jeder anderen Stadt, Zeiten geradezu ausweglose Verzweiflung gibt. Wenn alles so schlimm ist, dass jede kleine Hoffnung auf Sicherheit die Panik beenden kann, die Menschen sonst jeden Morgen befällt, wenn sie aufstehen müssen. Any notion of security stops the panic that people feel when they get up in the morning. Das Lächeln auf den Gesichtern ist zu künstlich. Er ist am Rathausplatz, der Mönckebergstraße, Business District, Geschäftsviertel. Die Zeiten vor 1933 war vor allem für die Vergnügungsbranche eine sehr schwere Zeit. War nun mal die Weltwirtschaftskrise. Und auch jede andere Branche hat gelitten unter diese Krise. Und nach Machtübernahme, wenn ich das so gut ausdrücken darf, da gingen die Geschäfte auf, da liefen alle Geschäfte wieder und die Geschäfte auf St. Pauli, die gingen auch bergauf. Von dem tiefsten Tief ging das hoch, bedingt durch, wie ich schon gesagt, Kraft durch Freude, die sehr viel Gäste aufgrund der Schifffahrt nach Hamburg brachte, die auch jeder KDF-Mann, wenn man so sagen soll, benutzt hat, St. Pauli zu besuchen, wenn sie auch nicht viel Geld ließen. Damals kostete ja auch ein Glas Bier in einem Vergnügungslokal nur 50 Pfennig. Ne? Aber das war dann wohl doch noch in der Tasche der Vergnügungssuchenden. Und die Lokale wurden alle aufgesucht. Und da haben wir ein riesenhaftes Geschäft gehabt, das muss ich sagen. Und das ist gar nicht zu bestreiten. Das waren die schönsten Jahre, die St. Pauli. Die wird immer gesagt, die Goldjahre St. Paulis. Es ist nicht so straff organisiert, wie wir uns das immer vorstellen. Nein, es sieht mehr nach Pfadfindern aus. Das finde ich eigentlich noch bedrohlicher. Verkehrt haben diese Herren hauptsächlich im Zillertal. Nicht Zillertal, da war Stimmung. Und wenn ich sonnabends in Zillertal kam, als Uniformierter, ich war damals Soldat, dann war der ganze Laden braun, das ist klar. Die SA, die SS waren auch da, da waren nur Uniformierte im Zillertal. Und dann ging die Marschmusik immer noch mal. Dann wurden auch die Tische, die Gläser runter, dann wurde auf den Tischen geschunkelt. Das war das Zillertal damals. Also ich finde, dass das heute etwas trauriger aussieht. Ich war eben neulich mal drin, da waren drei ältere Damen, die versuchten auf den Tisch zu kommen, was nicht so richtig ging. Und dann saß eine Frau mit dem Dirndl, aber an einem Synthesizer, elektrischen Zither. Drei Mann auf der Bühne, als Kapelle, nicht so ungefähr, ja. Nachbarn von der Maas hier bis an die Memel, hier oben von der Edge, hier unten, da ungefähr, wo meine Tabaksdose liegt, also südlich der österreichischen Südgrenze bis an den Belt, hier oben, wo das N von Dänemark steht. Das ist der völkische Raum, der nach dem Willen der Hoffmann von Fallersleben Gesellschaft vermittels unserer Nationalhymne umsungen werden soll. Im Zeitalter der EWG, der NATO und des Europaparlaments soll Deutschland über alles in der Welt unser Nationalslogan sein. Und die zweite Strophe? Bitte sehr. Das ist eine Gabe. Wo
Und habt ihr das schön aufgenommen eben, ne? Ausgeht, dass Olympia hierher kommt, dann würde doch der Laden einen tollen Aufschwung erleben. Das weiß ich nicht. Könnt ihr deine? Wir haben, da sind wir schon zu oft. Wir haben auch gemeint, wenn der Zoll hier kommt, dass es dann besser ist. Aber das ist nicht immer gelaufen. Das heißt, Sie sitzen eigentlich schon seit 20 Jahren zusammen unten oder arbeiten zusammen in der Küche. Und immer wieder ist die Frage, kommt mehr, geht es uns besser, müssen wir krebsen? Ja. Wie läuft das weiter? Nun würden Sie das ja aber natürlich altersmäßig dann gar nicht mehr stemmen, ne, wenn sowas noch käme. 10 Jahre. Dann glaube ich, koche ich die Kartoffel schon von unten an. 10 Jahre. Nein, man wäre ja gespannt, ne? Aber ich finde, dass Sie ganz toll kochen und dass Sie beide wunderbare Frauen sind, dass Sie das hier immer noch so gut stemmen. Sie gefallen mir sehr gut. Ja. Das ist nun mal das der alte Schlag noch. Welthafen Hamburg. Filmskizzen von Julius Knocke. Da drüben waren mal 3 Werften. Jetzt gibt's nur noch die eine da drüben. Immerhin Krieg. Getrüffelte Gänseleberparfait, Sauce Cumberland. Oder ein halbes Dutzend holländische Imperialen, also Austern. Oder dann allerdings gestrichen, das war die Karte ausgelegt, der war aus. Halber Helgoländer Hummer, Sauce Mayonnaise. Hühnercreme, Lady Kössensuppe oder klare Schildkrötensuppe. Dann kalt Medaillons mit französischem Champignon, Sauce Crème, glasierte Maronen, Johannes Bergelet, 50 Gramm Fleischmarken für das und 10 Gramm Fettmarken. Oder Hamburger Stubenküken. Gab es keine Fleischmarken, mit erlesenen Salaten, Pommes, Oliven, also klein gemachte Kartoffeln, 20 Gramm Fettmarken, Champagner-Sorbet mit feinem Backwerk. Und nun, das Menü mit dem Hummer, 10,50 Mark, das Menü nur mit den Austern statt des Hummers, 10 Mark, das Menü nur mit der Gänseleber, 8 Mark.
ist unvorstellbar. Silvester unvorstellbar heute, nicht? Ja. Ich glaube, man muss dann, wenn man jetzt in der historischen Reihenfolge bleibt, diese beiden Fotos... Haben Sie viele solche Speisekarten? Nein, aus Frau Schülmanns Schade. Persönlichem Album. Wenn ich heute höre Swing Jugend, finde ich das auch irgendwie merkwürdig. Und man denkt vielleicht, also das ist Vorläufer für Rocker oder Punker gewesen. Das war es also in keinster Weise. Es war einfach reine Lebensfreude und dieser... Gleichschritt und diese Zeiterscheinung, diese Marschmusik, das war eigentlich nicht unser Stil. Und wir wollten also fröhlich sein, wir wollten tanzen und wir liebten eigentlich den amerikanischen Jazz und keine Marschmusik, nicht? Das war der Unterschied. Ja, ja. Und man kann nicht sagen, dass wir Widerstand waren. Nein, das war das keine politische Überzeugung. Überhaupt gar nicht. Das war Lust am Leben, ganz genau. Natürlich waren wir sehr anglophil, die zogen sich so an, da war 17. Ja, aber Lust am Leben ist ja Widerstand gegen solche Regime. 1940, Krieg. Klaus von Donani geht in Berlin zur Schule. Er bewundert die Swing-Jugendlichen. Sein Vater wird im Widerstand umgebracht. Jutta Schümann ist in Hamburg, John Henry de la Trobe wächst in Japan auf. Aufnahmen Große Freiheit, Oktober 1943, Hans Zönker. That's inside the main station. Das ist im zerstörten Hauptbahnhof 1943. Outside, the same position draußen, we saw in die gleiche Position wie 1925. God, they must have been scared. Mein Gott, wie viel Angst sie gehabt haben müssen. Nach dem Feuersturm über Hamburg. Die Kamera unter dem Mantel. KZ-Gefangene bei Aufräumarbeiten. Die Engländer nannten es Operation Gomorra. Ich bin durch diese Gebiete gefahren. Ich war nämlich in Mecklenburg bei meinen Eltern und wollte sehen, ob von unserem Haus noch irgendetwas steht. Und da war überall gesperrt, also gelbe Fahnen war eben... Solchen Gefahren, ne? Und da bin ich durch Rotenburg-Ort gefahren und dann zu uns rüber. Wie sah es aus? Kannst du mal versuchen zu beschreiben? Ja, das kann ich beschreiben. Nur Trümmer. Und da hatten sich so schmale Pfade waren gemacht. Da konnte man gehen. Also einige Straßen konnten Wagen fahren, aber die wenigsten nicht. Es nie verwinden kann, doch mit der Zeit so peu à peu gewöhnt man sich daran. Hilde Hildebrand.
ja, das habe ich nun alles auch nicht mehr so ganz in Erinnerung, weil man ja da auch wieder zu viel um die Ohren hatte. Das war im Krieg? Das war im Krieg, ja. Da hatten wir ja genug mit den Bomben zu tun, nicht? Da haben wir uns ja gar nicht so viel umgekümmert. Aber gerade die Bomben und ein Lied wie Doch langsam peu à peu gewöhnt man sich daran. Ja. Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Man denkt, dass man es nie verwinden kann. Doch langsam. Man verbindet alles. Man muss sich ja wundern, was ein Mensch überhaupt aushalten kann. Wo er die Nerven überhaupt noch her hat. Hier wird ein Kriegsrezept, also ich vorgestellt. Finde, was mich am meisten beschäftigt an diesen Dingen, ist die Parallelität, ja, von Tragik und mit normalem Leben. Ja, man hat normal gelebt. Einfach normal weitergelebt. Die wenigsten Leute es war so können furchtbar. Das zugeben, ja. Nicht? Aber ja. Es ist eben wirklich ist völlig ja. normal gelebt und gelebt ja. worden. Und es gab eben daneben Tote durch den Krieg und Tote durch den Widerstand und im Übrigen. Ja. Hat sich für 99,9% der Leute das normale Leben ja, abgespielt ja. unter veränderten und schlechteren Bedingungen. Ja, ja. Wir sind auf das Dach des Heiligen Geistfeldbunkers geklettert. Der Westwall über der Stadt 1989. Helga Wollin oder irgend so etwas, ich kann es nicht genau lesen, schreibt mit einer runden, unerfahrenen Frauenschrift in Sitterlin Folgendes. Warum hat man im Allgemeinen nur einmal so eine Hochzeit? Und wann ist das? Im Allgemeinen, das muss 1944 oder 1945 gewesen sein. Warum hat man im Allgemeinen nur einmal so eine Hochzeit? Tja, das Leben ist ungerecht. Das war sogar nach dem Krieg. Unterhalb des Michel, heute Großbaustelle für das Verlagsgebäude Gruner und Jahr, Arbeitsvermittlung für den Hafen. Die Männer, ehemalige Soldaten. Schau in ihre Gesichter. Wir sind die Eingeborenen von Drittsolesien. Heidi, Chibbala, 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 Bob. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesien. Heidi, Chibbala, 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 Bob. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Tritsonesien. Heidi, Chibbala, 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 Bob. Richtig. Erst kommen die anderen und dann komme ich noch lange nicht. Dann kommen immer noch die anderen. Ist das Herr Engel? Hoffentlich. Och, das ist Mäxchen. Sie kennen hier jeden Kunden? So ziemlich, ja. Max, was willst du haben? Bier. Bier. Bitte mal, lieber Max. Danke sehr. Ja, nur hast du meinen Rücken zu fassen gekriegt. Ja, wo gibt's das heute noch, dass man jeden Kunden beim Namen kennt? Ja, das ist hier so eine Gemeinschaft. Das habe ich zuerst auch nie begreifen können. Und wenn man da richtig zwischen ist, dann geht das so los, nicht?
Eine kleine Insel. Ja, aber richtig. Das ist alles so ein Familie, nicht? Das ist nicht so steif hier, das ist hier ja schon immer in den gewesen. Ist das der Hafen? Ja, das sind die Kutscher, die Fahrer, nicht? Da heißt das nicht hier, ich möchte bitte eine Tasse Kaffee haben, ich möchte einen Kaffee haben. So, dann sind sie fertig mit uns. Wieder diese Gesichter. Der NWDR-Film von 1955 heißt Menschen im Hafen. Ein Blick auf die Mönckebergstraße. Das pulsierende Leben im Herzen der Stadt ist ein sichtbarer Beweis für den unermüdlichen Aufbauwillen. Zwischen Petrikirche und Rathausmarkt zeigt sich das bekannte Seidenhaus Brandt im neuen Gewand. Die vielen Schaufenster mit den geschmackvollen, modischen und farbenprächtigen Auslagen der neuesten Frühjahrs- und Sommerstoffe sind ein Anziehungspunkt für die Hamburgerin. Das Auge sieht, es prüft die Hand, das Resultat, man kauft bei Brandt. All denen, die Not und Schicksal in diesen Jahren am bittersten traf, gilt Hamburgs größte Sorge. Jugend-, Sozial- und Gesundheitsbehörde helfen Zehntausenden, die in Elend geraten sind. Den Schuhen macht dies alles nichts aus. Mit Yankee Polish gehen alle Flecken raus. Yankee Polish auch für den Wildlederschuh. Blanke Stellen und Schmutz verschwinden im Nu. Yankee Polish macht Schuhe weiß und blank. Yankee Polish pflegt Leder jahrelang. Seit mehr als 25 Jahren stellt die bekannte Hamburger Firma Yankee Polish, Lüth & Co. diese bewährten und beliebten Schuhpflegemittel und Bonawachse her. Yankee Polish meint es gut mit ihren Schuhen. Well, when we came here first thing, I got one impression, which is like a street I was in last night. Als wir das erste Mal in diese Marmorpassage kamen, hatte ich den unmittelbaren Eindruck, das ist ja wie eine Straße in St. Pauli, in die man geht wie in französische Pissoirs. Durch eine Absperrung. Und dann sind dort Damen in Schaufenstern. In dieser glitzernden Basilika hatte ich den umgekehrten Eindruck wie in der Herbertstraße. Die Damen sind draußen und gucken in die Schaufenster. Sie denken vielleicht, ich kaufe, also bin ich. Dort also Männer und Frauen, hier Frauen und Gegenstände. Es ist sehr glitzy, sehr fremd. Könnte auch eine Klinik sein. It's very glitzy, very strange. Could be a clinic. And before the windows, I like this entrance, which is like a tomb. Dieser Eingang gefällt mir wie eine Gruft.
Man muss durch den Friedhof, wenn man in die Büros will. Das Fenster. Kinder mit maritimen Accessoires. Hamburg. Die sehen aber nicht gerade fröhlich aus, mehr so, als würden sie gleich vom Blitz getroffen. Sie werden im Jahr 2020 sein. 20 und sehr groß gewachsen und sicherlich auch sehr reich, wie der Rest der Bundesrepublik. Die Frauen im Fenster. Ja, die Frauen. In England hätte man damit gerade seine Hausarbeit erledigt. Das Haar soll nicht mit ins Essen. Was Generationen geschaffen, sank in Trümmer. Die Stadt wurde zum Friedhof. Die Überlebenden litten Kälte, Hunger, Not. Das Leben hatte seinen Sinn verloren, aber Hamburg gab sich nicht auf. Ich wurde 1945 entlassen und habe verschiedene Häuser dann schon wieder aufgebaut, unter anderem dieses Vorderhaus der Junkenmühle zur Straße. Das war auch voll ausgebombt. Das habe ich schwarz angefangen zu bauen. Dann hat man den Bau stillgelegt. Und ich habe immer wieder weitergebaut, wieder eine Stilllegung, Strafen bekommen. Naja, jedenfalls stand der Laden schon 1906. Sie waren immer sehr gewitzt. Ja, musste ich ja. Ne? Sonst hört man nichts, wenn man nicht einigermaßen grandig rangeht. Und dann habe ich dieses Haus 1906, das Vorderhaus der Jungmühle, schon 1946 voll stehen gehabt. Haben Sie noch mehr gebaut in der Zeit? Ja, die große Freiheit Nummer 11. Das ist jetzt das Lokal, wo der Durand mit seinem Salambo drin ist. Das habe ich auch aufgebaut. Das war eine sehr interessante Geschichte. Das habe ich mit eigenen Leuten gemacht. Allerdings, Steine wurden abgeklopft, sie wissen, Trümmersteine. Dann haben wir das Dach unten auf dieses Parterre ist erhalten geblieben. Also ich möchte sagen, bis zum ersten Geschoss ist erhalten geblieben. Dann haben wir das Dach gebaut. Es sah sehr niedrig aus. Und unter diesem Dach, haben wir dann Winden, also so Daumenkraft nennt man es auch, gestellt. Oder Wagenheber, was wir gerade zur Verfügung hatten. Es gab ja nicht viel. Die wurden da untergestellt, nun ist das Dach gewachsen. Und von innen wurde dann gemauert. Von innen haben wir die Mauersteine immer höher gesetzt. Aber wie wir so im zweiten Geschoss waren, da bin ich wohl denunziert worden. Da kam ein Herr der Baubehörde und sagte, was ist denn hier los? Das wächst ja immer mehr, das kann doch gar nicht angehen. Und er hat den Bau stillgelegt und auch wieder Strafe. War nicht viel, 500 R-Mark, das war nicht sehr viel damals. Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen, sagt Schiller. Vieles von dem alten St. Pauli ist den Bomben zum Opfer gefallen und vieles vom Verschonten räumt die Spitzhacke weg. Auf den freigefegten Plätzen haben sich Wohnwagen angesiedelt. Sinnbild der Heimatlosigkeit. Und nicht bloß fahrendes Volk wohnt darin. Diese Relikte einer tragischen jungen Vergangenheit verschwinden jetzt in Hamburg.
In welcher Schicht der Stadt bewegen wir uns hier in Wilhelmsburg? Of the city. Yes. In the archaeology of the city. Im Sinne einer Stadtarchäologie? Dies sind Kieselsteine und Staub, der Überrest, die unterste Schicht. Was der Wind auf Sand zusammenweht, nichts. Und da sind die ersten Gebäude aus der Jahrhundertwende. Dort drüben, die roten Gebäude, sind der Wiederaufbau. Und die Container, die Autos, das Metall, das ist die dritte Phase des Wiederaufbaus. Natürlich sind auch die Autos Architektur. Der Bürgersteig muss ebenfalls neu gebaut werden. Man fragt sich, warum sie den überhaupt gebaut haben. Hier sind nur letzte Häuser und der Hafenzubringer. Naja, jede anständige Straße muss einen Fußweg haben, auch wenn keiner drauf geht. Und da drüben dieses amorphe Stadtbild. Erstaunlich, die Häuser, der Hochspannungsmast, der Bunker, die Verkehrsampeln. Lacan war in Baltimore Anfang der 60er Jahre, er sollte einen Vortrag halten. Er hatte Jetlag, wachte morgens um 5 auf, schaute aus dem Fenster und sah alle Lichter der Stadt flimmern und blitzen. Er schrieb darüber, Baltimore wäre wie das Unterbewusstsein. Alle Lampen blitzen, alle Systeme arbeiten für sich, sie machen einfach, was sie wollen und kein Mensch ist da. Diese Figur aus edlem Porzellan erweckt zum Leben, wird auch unseren Träumen Erfüllung geben. Möbel von heute, geschmackvoll, praktisch und modern. Wir sind dann zu Hause noch einmal so gern. Eine Insel der Freude und der Zufriedenheit im Hasten und Jagen der wirbelnden Zeit. Die Jahre unseres Lebens werden schnell vergehen. Die Freude an diesen Möbeln bleibt immer bestehen. Neue Formen, echte Hölzer in bester Werkarbeit. Dies alles steht in großer Wahl für Sie bereit. Ob hell oder dunkel, ob matt oder poliert, ein Zimmer, das nie den Wert verliert. Ob Birnbaum, Palisander oder Eiche Natur, antik, modern, Raumgestaltung in Vollendung nur. Für alle Zimmer, ob eng, groß oder klein, Anstellmöbel wie diese passen überall rein. Das ist die moderne Gestaltung des Raums unserer Zeit. Modern, durchdacht, wohnlich, Möbel deutscher Werkarbeit. Die Wallanlagen 1947. Die alten Wallgräben der Stadt werden mit Trümmerschutt aufgefüllt.
Hallo. Moin. Zeigen Sie mal den Großen da. Hallo. Sonntagmorgen im Schulauer Fährhaus in Wedel an der Unterelbe. Schiffsbegrüßung. Die Schiffe haben sich verändert. Unförmige Containerschiffe, die in Waltershof binnen Stunden ent- und beladen werden. Die ausgeflaggten Matrosen haben keine Zeit mehr für St. Pauli. Der alte Hafen wird unbrauchbar. Hafenbecken sollen zugeschüttet werden. Wenn man also wie geplant dieses Hafenbecken zuschüttet, kriegt man mehr Bauland, gewiss. Aber braucht man das? Soweit ich sehen kann, gibt es immer noch viel Bauland in dieser Stadt. Sie brauchen mehr Flächen im Freihafen, heißt es. Lager- und Logistikzentrum. Sie brauchen immer mehr. Kommt drauf an, auf welcher Seite Sie sind, als Käufer oder Verkäufer. Wenn Sie dieses Hafenbecken zuschütten, wird etwas verloren gehen. Vor 80 Jahren ist so viel Energie in den Bau dieser Anlage gesteckt worden. Solche großzügigen Kais sind selten geworden. Man muss erst einmal auskundschaften, was man mit einer Anlage in dieser Form machen kann. Nicht so sehr im politischen Sinne, als vielmehr substanziell. Man lässt es genau zeichnen, analysiert die Bestände,
findet die tauglichen Grundmuster heraus. Dann denkt man über den Gebrauch nach, über eine sinnvolle Wieder- und Weiterverwendung. Diese Lagerhallen sind wundervoll. Sie sind von 1910. Schauen Sie, der Grund, warum alles abgerissen und umgebaut wird, ist einfach der. Niemand kann sich vorstellen, dass solche Hallen einfach leer stehen und trotzdem instand gehalten werden. Jedes Gebäude ist wie ein Schiff. Wenn es nicht gepflegt wird, verrottet es. Es ist nicht mehr wetterdicht, nicht mehr seetüchtig. Ich frage mich, warum Gebäude nicht einfach leer stehen können, bis etwas wirklich Sinnvolles damit geschieht. Dahinter steckt eine kapitalistische Idee. Was leer steht, bringt keine Erträge. Man muss den Grund und Boden nutzen. Wir reden hier aber gar nicht vom Kapitalismus, sondern von der sozialen Marktwirtschaft. Ich finde es bedauerlich, dass die Linke im Moment keine zündenden Ideen hat. Die Linke könnte doch problemlos sagen, diese Kaianlagen hier haben einen Wert in sich. Wir halten sie in Stand, auch wenn das nichts einbringt, bis zu dem Moment, wo diese Anlage gefragt ist. Und dann nutzen wir die Lagerhallen und die alten Verwaltungsgebäude, das Wasser und den Blick auf die Stadt. Schon in der Abstraktion, in der planerischen Anlage, ist das ein reiches Motiv. Wenn man tatsächlich mit dem Gedanken spielt, den India-Kai abzureißen, wäre das eine Niederlage für das ausgehende 20. Jahrhundert. Wenn uns nichts Besseres dazu einfällt, verdienen wir das 21. Jahrhundert schon lange nicht. Die erste Tagesschau im NWDR-Archiv. 35 mm. Schwarz-Weiß. Sprödes Material. Hergestellt im Heiligen Geistfeld-Bunker. Vor wenigen Stunden begann heute im großen Sendesaal des Funkhauses eine Pressekonferenz, die einen Überblick über den augenblicklichen Stand der Fernsehentwicklung des NWDR vermittelte. Wir sind Gäste in einem Musiksaal, der uns viele Stunden musikalischer Unterhaltung geschenkt hat und unter anderem die bekannte Welte-Funkorgel beherbergt. Der Generaldirektor des NWDR, Herr Dr. H.C. Grimme, begrüßt seine Gäste. Ich darf Sie, die Sie hier so in so stattlicher Zahl erschienen sind, im Namen des NWDR herzlich begrüßen und unsere Freude darüber Ausdruck geben, dass Sie so stattlich erschienen sind. Kein Wunder, denn wenn wir in der Hitlerzeit lebten, dann würde es am Ende heißen, das sei heute ein historischer Tag. Unmöglich, dass wir uns dann sogar einsuggerieren ließen, dass die Welt den Atem anhält. Nicht so repräsentativ wie das Funkhaus, aber dafür umso sicherer liegt die Keimzelle des Fernsehrundfunks hinter den dicken Mauern eines Hochbunkers. Die beiden Abteilungsleiter, Herr Hessling und Herr Dr. Below, schufen den Betrieb aus dem Nichts. Und so wird er hoffentlich bald aussehen. Die Wirklichkeit ist grau und unverputzt, aber der Betrieb läuft. Am Diapositivgeber stellt Herr Dr. Schwarz das Fernsehbild scharf ein. Im NWDR wurde Mitte der 50er Jahre die erste Familienserie des deutschen Fernsehens entwickelt, Familie Schölermann. Die Bundesrepublik entdeckte die Soap Opera von den Schölermanns zur Lindenstraße. Die Folge heißt Der Ausflug nach Worpswede. Anhalten! Mutti! Hoffentlich hält der Anhänger, Matthias. Natürlich hält der. Du, ich hab so eine Angst, dass der mal abreißt, nicht? Was machst du denn dann, Heinz? Mach ich ihn wieder dran. Ich hab mal von einem Anhänger gelesen. Der ist umgekippt. Na, und der hat das Auto mitgezogen. Alle Insassen tot. Also fahr vorsichtig, Heinz, ja? Kann ja sowieso nur 25 auf Fahrt, diese komischen Feldwegen. Dafür steigen wir aber eine ganz schöne Ecke ab. Heinz, hol dich nicht das Kind. Seh ich doch auch, Mutti. Können wir nicht mal anhalten? Strupp hat bestimmt schon das Essen fertig. Wir halten jetzt nicht an. Wir wollen nicht zu spät zum Campingplatz kommen. Vati, eine Kreuzung. Wo geht's denn lang? Na, Augenblick mal. Ja, es gibt ja nur drei Möglichkeiten. Entweder links, rechts oder geradeaus. Stör Vati jetzt nicht, Joffelchen.
Heinz, halt mal einen Augenblick an, denn, ja? Vorsicht, Heinz, langsam bremsen, der Wohnwagen schleudert sonst. Wer fährt ja eigentlich, du oder ich? Also komm, Junge, er hat's doch nur gut gemeint. Meine Zeit. Warum haltet ihr aber auch nicht an, wenn aber ich rufe? Kind, das haben wir doch nicht gehört. Ach was. Dann können wir also noch gar nicht essen. Essen? Kannst du die Marmelade von meinem Bein säcken? Die schöne Erdbeermarmelade. Ja, nun geh doch. Rein in den Wagen. Ich will auch baden. Ja, so los. Also, Fatih, hier ist die Hamme. Hier ist die Hamme, ja. Wo müssen wir jetzt? Da geradeaus weiter, bis wir in Worpswede auf die Hauptstraße kommen. Ja, Fatih, wir müssen hier rechts über die Brücke. Da hinten liegt doch Worpswede. Also wenn das mal stimmt. Kinder, habt ihr schon die schöne alte Brücke gesehen? Ja, besonders, dass sie hochgezogen ist. Wir müssen nämlich rüber. Ist das wahr? Stimmt das? Lass mich doch mal sehen. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir. Da. Können wir denn hier nicht weiterfahren? Nee, fährt sich nicht gut. Das ist nämlich die Eisenbahn. Ihr seid ja schon die richtigen Kartenleser. Ja, wofür haben wir denn einen großen Sohn? Eben, wir können heute noch mal Karten lesen. Mutti! Ja? Strupp! Komm doch an! Komm doch auch rein, das war sein Lieber! Ja, ja, ich komm schon. Komm! Ja, immer langsam, nicht? Oh. Ja. Das ist hier wirklich schön, komm doch auch rein! Kinder, kommt sofort raus! Wir haben doch keine Zeit, wir sind ja morgen in der Nordsee baden. Vorausgesetzt, dass wir über die Brücke kommen. Ja, wann kommen wir denn da rüber? Sobald sich jemand runterlässt. Das geht aber nur von drüben. Na, Fatih, wie wär's? Kleiner Kopfsprung. Ja, das fehlte noch. Fatih ist viel zu erhitzt. Das macht mir doch nichts aus. Na, ach nee. Heinz, mach du das. Geh du da rüber. Ich bin auch zu erhitzt. Vorsicht, Hochspannung, heißt es im Senderaum. Bild und Tonsender, beide leider noch mit sehr kleiner Leistung, werden kontrolliert. Erhebliches Kopfzerbrechen bereitet diese geringe Sendeleistung von nur 100 Watt, obgleich wir mit unserer Höhe dem Michel ernsthaft Konkurrenz machen. Die gleichmäßige Versorgung des großen Hamburger Stadtgebietes mit einem guten Fernsehempfang ist trotz der 80 Meter hohen Fernsehantenne schwierig. Stärkere Sender mit ihrer größeren Feldstärke werden hier Abhilfe schaffen. Die ersten Fernsehempfangsversuche der Londoner und Pariser Fernsehsender wurden mit diesen Wehrmachtsgeräten vorgenommen. Heute entwickelt die deutsche Fernsehindustrie wieder unter anderem solche Empfänger. Wir wünschen, dass diese Geräte recht bald in vielen deutschen Wohnungen Freude bereiten mögen. They say love is danger, but nobody will listen. We just walk the streets in the search of fun. Our hearts will be torn and our eyes soar to the sun. The city on the river our head buzz, which lets your body shiver. Girls and boys, in search of the one big, in search of the one big dream. You won't consider the bad, they ignore the good. City of sin.
habe versucht, das Licht auch wieder, das Licht, das war natürlich durch, das, durch die Ausbombung des Vorderhauses sehr, sehr viel zerstört, habe ich versucht, das sofort wieder in Ordnung zu bringen, habe das auch teilweise schaffen können. Wir haben, wie gesagt, auch wieder durch Kompensation, wie man das so schön nannte, die Glühlampen bekommen und habe dann das Lokal doch wieder einigermaßen hergerichtet. Und habe dann auch schon 1948 ein Nebenlokal, einen Nebensaal zugemietet. Das hieß dann Ballhaus Bikini. Damit hatte ich 1000 etwas Plätze. Warum haben Sie das Ballhaus Bikini genannt? Das hat meine Frau, diesen Namen hat meine Frau immer erfunden. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf gekommen ist. Ich hatte meine Frau den Namen für diese Art Objekte, auch wenn wir Mietobjekte weggegeben haben, dann haben wir auch die Namen meistens schon gehabt und denen gesagt, dem Mieter gesagt, nimm doch den und den Namen. Fantastischer Name. Das wurde noch auch meistens gemacht. Geben Sie doch mal ein paar Beispiele für die Erfindungskraft Ihrer Frau. Erfindungskraft meiner Frau. Meine Frau, die war nun praktisch kam aus dem Vergnügungsgewerbe, in dem sie lange Ballettöse war. Ne? Sie hat auch Solotänze absolviert, auf der Bühne gebracht. Und die hat meistens diese Ideen gehabt, vor allem die artistischen Ideen. Hat nur meine Frau gehabt. Wir haben noch damals die Schlammringkämpfe ausgebracht, gleich nach dem Krieg. Ja, das ist interessant, Schlammringkämpfe. Woher kommt das? Also ist natürlich etwas, was man sich heute gar nicht kommt, vorstellen diese Schlammringkämpfe aus Amerika. In Amerika wurde das vor dem Krieg schon veranstaltet. Auch ähnlich wie das Wetttanzen, das haben Sie auch gemacht. Ja, Marathon-Tanzen, ganz schöner Name wieder dafür. Marathon-Tanzen, Herr Königstein. So ist es. Und dann haben wir auch das Radrennen veranstaltet. Dann haben wir die Hungerkünstlerin Maria Lou gehabt. Also es muss immer was Neues sein. Und ich muss sagen, wir haben auch ein dickes Geschäft gehabt. Soll ich aufstehen dabei? Ja, machen Sie mal vor. Ja. Nein, also die haben auch nur gesagt, meine Herrschaften, hier können Sie erleben, hier erleben Sie das wirkliche St. Pauli, erleben Sie hier, wie Sie es noch nie gesehen haben. Und dann werden Sie natürlich teilweise gefragt, wieso habt ihr was Nacktes da und so weiter, damals schon. Ne? Das nicht gerade, aber das kann ja dann kommen, wenn Sie eine Dame gut behandeln und so weiter und so weiter. Aber was soll ich, also... Wieder neue Attraktionen. Ein Non-Stop-Programm, eine Original-Show. Internationale Autobusse speien sie zu Hunderten auf die Reeperbahn. St. Pauli, das heißt das große Abenteuer. Taumelndes Vergessen, abseits vom bürgerlichen Alltag. Hier will man was erleben. Nicht bloß reizende, sondern aufreizende Mädchen. Sex ist gefragt. St. Pauli will Montmartre sein. Die Neonröhren schreien französisch Babel Paris hier mitten in Deutschland. Du strebst vorbei? Umsonst. Man lockt, man redet, man zerrt. Ja, gnädiger Frau, bitte sehr, verwöhnen Sie Ihren Gatten. Er wird sich erkenntlich und dankbar zeigen, wenn er alles gesehen hat. Das ist einmalig auf der Straße, ein außergewöhnlich gutes Programm hier. The Reeperbahn. Wonderful. Wundervoll. Die Reeperbahn bei Nacht, das ist wie überall und nirgends in Amerika, Stadtzentrum. Nur mehr Verkehr. Und statt kaufen Sie, heißt es Sex, hier Sex. Es ist bemerkenswert freundlich und angenehm. Man fühlt sich sehr sicher. Die Mädchen sehen im Winter aus wie Skihasen und im Sommer wie Aerobic-Trainerinnen. Wundervoll. Sie informieren dich über ihr Angebot, sie tragen Freizeitkleidung. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie allen Ernstes ihre Körper verkaufen.
they were so clean-looking in the leisure style that you couldn't imagine that they were selling their bodies in any serious way. Well, if you could see them, you couldn't possibly see them because they were in ski suits and moon boots. Ah, serious car there. And, Es ist gut so. Die Gebäude verschwinden bei Nacht. Es ist die elektrographische Stadt, so wie Tom Wolfe Las Vegas beschreibt. Das passiert mit jeder halbwegs anständigen Stadt, die eine gute Textur hat. Nachts übernehmen die Lichter die Gestaltung. Es ist gut hier. Ja, St. Pauli war an sich immer ein Ankerplatz der Freude. Und dem Wunsche der Gäste entsprechend haben sich wahrscheinlich die Gaststätteninhaber darauf eingestellt, den Wünschen der Gäste entgegenzukommen und daher eben auf diese 6 Revuen zurückgegriffen. Ja, aber früher war es doch mehr bodenständig. Ja, früher hatte man auch kein Fernsehen. Früher sind die Menschen ausgegangen, um etwas zu sehen. Ah, Sie meinen, die Leute sind heute an stärkere Kost gewöhnt. Sie brauchen größere Sensationen, durch die artistischen Leistungen im Fernsehen sehr verwöhnt sind und das alles Leistungen sind, die wir in St. Pauli nicht bieten können. Und da zwingt sie die Konkurrenz dazu, stärken Tabak zu bieten, gewissermaßen. Eben. Ja. So, Herzlein, dein Bier. Danke. Bitteschön. So. Wollt ihr 30 Mark wieder haben oder wollen wir das mal so ein bisschen netter machen? Und für was? Schau mal, dann blase ich richtig schön ohne Gummi, so richtig nett. Ja. Ja? Gut, prima. Und so mit Gummi macht er gar, also ohne Gummi macht er gar nicht? Nee, so Bumsen ohne Gummi machen wir nicht mehr. Habt ihr Angst wegen jetzt? Ja, das machen wir nicht mehr. Na gut, okay. Alle Bali 30 Mark. Alles klar, machen wir das mal richtig Prost. Nett, ne? Mhm. So. Zieh sich dann schon mal aus, ja? Ja. Die Damen, das waren, wir nannten die Tanzdamen. Tanzdamen, angestelltes Personal. Haben zwar nicht sehr viel Geld verdient, die kriegten aber dann Prozente von den Getränken, 10%, weiß ich auch noch. Und die setzten sich zu den Gast und auf Deutsch gesagt, sie animierten den Gast. Und der Gast, der sagte, das ist zu teuer, Karte raus. Ich meine, die damaligen Preise waren ja nun dementsprechend günstig, preisgünstig. Sie können ja die damaligen Preise mit den heutigen Preisen nicht vergleichen. Damals kostete eine Flasche Shampoos wohl nicht, aber eine Flasche Sekt, Kupferweich, Henkel, Söhnlein, wie sie auch heißen mögen, 12 Mark oder 13 Mark. Die Flasche Wein, die kostete von 2 Mark 50 bis 8 Mark, 9 Mark, solange ich die Leben noch in eigener Regie hatte. Ne? Naja, und dann kam es natürlich vor, dass die Gäste in Separé gingen. Wir hatten oben auf der Empore, da hatten wir dann die Separés, dann gingen die in Separé und tranken dann mit der Dame. Wenn man so sagen darf, eine schöne Flasche Sekt. Was da passierte, ich bin nie raufgegangen, ich habe auch nie gewagt, ein Auge dort reinzuwerfen. Ich lese mal hier ein Programm vor von Ihnen. Ja, das ist schön. 19.40 Uhr, Wäscheschau. Mhm. 20.20 Uhr, Sittenfilm. 20.50 Uhr, Damenringkampf. 21.05 Uhr, Wäscheschau. 21.20 Uhr, Rasputin und die badenden Gräfinnen. 21.40 Uhr, der Esel Knorke und die nackten Schönheiten. 22 Uhr, Sittenfilm. 22.20 Uhr, Effi und Charlie. 22.30 Uhr, Damenringkampf. 22.50 Uhr, Claude, Ruby und Sophia vom Carousel de Paris. 23.30 Uhr, von 1900 bis 1956, also aus dem Jahr ist das Programm, musikalisches Nackt-Potpourri. 23.50 Uhr, das Dalova-Ballett tanzt. 24 Uhr, Damenringkampf. 0.25 Uhr, Sittenfilm. 0.50 Uhr, Effi, nunmehr allein. 1 Uhr, das Dalova-Ballett tanzt. 1.10 Uhr, Rasputin und die badenden Gräfinnen. 1.30 Uhr, Sittenfilm. 2 Uhr, Damenringkampf. 2.15 Uhr Sittenfilm, 2.30 Uhr Wäscheschau, 3 Uhr Damenringkampf, 3.20 Uhr Sittenfilm, 3.50 Uhr zur guten Nacht noch einmal Wäscheschau. Sie meinen da, Sie wollen damit sagen, ein billiges Programm, ne? Haben Sie nicht ganz unrecht. Das Programm, das hat nicht viel Geld gekostet. Wir haben immerhin gehabt, ca. 10
12 Ringerinnen, die auch einigermaßen gut bezahlt worden sind, aber das ist ein billiges, zufällig ein billiges Programm. Das ist Helga Wieberitz, 29 Jahre alt. Beruf? Nein, Beruf nicht. Das ist übrigens ihr Verlobter. Besser und genauer gesagt, das war ihr Verlobter vor 4 Jahren. Jetzt ist es damit zu Ende. Mit allen Verlobungen wahrscheinlich, aber das ist nicht unsere Sache. Sie hängt noch jetzt an ihm, wenn sie sein Bild auch nicht beachtet. Nicht einmal heute, an ihrem Todestag. Sie hätte es sicherlich genauer angesehen, wenn sie gewusst hätte, was sie heute noch erwartet. Aber woher sollte sie es schon wissen? Vielleicht hat sie etwas geahnt? Nein, wohl kaum. Außerdem wird man es nicht erfahren. Es war ohnehin mühsam genug, das herauszufinden, was an diesem Abend mit Helga geschah. Denn erst 3 Monate später konnte die Polizei der Sache nachgehen. Im Juli. Aber noch ist es nicht soweit. Noch ist April. 8. April. Helgas Todestag. Sie braucht ihr Bett nicht zu machen. Heute nicht, überhaupt nicht mehr. Sie lebt nur noch knapp 3 Stunden. Und sie hat sich nicht einmal umgedreht. Wir haben heute den 8., Fräulein. Ich habe selbst einen Kalender. Dass Sie einen Kalender haben, glaube ich, gern. Aber haben Sie auch die Miete? Na, bisher haben Sie doch noch immer Ihre Miete gekriegt. 120 Mark für diese Bude. Überhaupt. Also wenn das nicht passt, können Sie ja jeden Tag ausziehen, nicht? Solche wie Sie finde ich jeden Tag. Ja, zu Hunderten, ich weiß. Steht schon Schlange draußen. Außerdem ist das meine Sorge. Also wenn Sie nicht bezahlen? Ich zahle ja schon. Hier haben Sie erst mal 50 Mark. Den Rest kriegen Sie morgen oder übermorgen. Na gut. Außerdem kriege ich noch 1,20, der habe ich wie Sie beim Briefträger ausgelegt. Ich weiß. Wiedersehen. Paris und Chicago sind die neuen Farben St. Paulis. Neapel und Sizilien gesellen sich als dritte hinzu. In den italienischen Lokalen gibt es nicht bloß Werbeplakate voll klassischer Ruinen und südlichen Sonnenscheins, Belcanto und feurigen Wein. Sie sind zu Stammkneipen unerwünschter Einwanderer aus dem wilden Süden geworden. Über Espresso-Kaffee und Spaghetti werden im Halbdunkel heimliche Geschäfte abgewickelt. Verdächtige Gestalten tuscheln und gestikulieren. Die Mafia handelt mit Stoffen und Mädchen. Jeden Augenblick kann die Zärtlichkeit in Brutalität umschlagen, kann der aufgestaute Hass sich in einer Schlägerei entladen. Da ist sie schon. Thank you.
Er spricht mit Recht für Berlin, wenn wir eben auch in Berlin John Crawford trafen. Nach dem ermüdenden, einerlei, der sich ein wenig zäh dahinschleppenden Berliner Filmfestspielen kam endlich ein Star. Und da verblasste natürlich mit einem Mal der etwas unnatürlich wirkende Flimmer der vielen Sternchen. Ja, das war eigentlich noch mehr als ein Star. Das war das große Hollywood. What's your definition of a star? Magic. Magic. Thank you. Thank you. And television, you told us too, well, they trained the television people to work hard from 8 o'clock in the morning till late in the night. Und im Fernsehen, meinten sie, wäre die gute Starschule. Not from 8 in the morning. We get up at 3:45 to shoot at 8 in the morning. We get to bed, if we're lucky, around midnight. Ja, das sagte sie, es ist eben noch schwerer, noch härter, im Film- und im Fernsehgeschäft zu arbeiten. Manchmal steht man schon 3:45 auf und dann geht es bis spät nach Mitternacht. John Crawford, Those are the professionals. Ja, das sind eben die ihren Beruf, das sind eben die, die ihren Beruf wirklich ernst nehmen. John Crawford, ein letztes noch. The press said today to you, well, thank you, John Crawford, you are not a star, you are Hollywood. Die Presse dankte Ihnen heute und sagte, das ist kein Star mehr, liebe Zuschauer, hier ist Hollywood zu uns gekommen. You are Hollywood. I was so touched, I cried, I was really so touched, please explain that. Ja, John Crawford sagte, sie war von diesem Kompliment so angerührt, dass ihr die Tränen kamen, denn das ist ein ehrliches Kompliment der Filmjournalisten hier in Berlin, das ist kein Star mehr, hier kam eben das, was wir im deutschen Film, im internationalen Film eigentlich suchen, John Crawford, kann ich es nur übersetzen. I can only translate the word star with John Crawford. Thank you very, very much Thank indeed. Auch ein Kino, das es nicht mehr gibt. Das Urania in der Fehlandstraße. Danke. Einmal 2,50. 2,50? Bitte schön. Bitte? Einmal Weingummi. Bitte schön. Einmal. Danke. Und zu Hause? Wie war's? Ach, war ganz gut. Wer war da? Ach, rund 20. Danke. Ja. Ah, eine ganz andere Schriftgestaltung. Man sieht sofort 60er Jahre. Bunker ist ein sehr fremdes Objekt in Wilhelmsburg. Geheimnisse der Stadt? Ganz sicher eines davon. Schwarzmärkte, letzte Nischen, Partys in Ruinen, Acid House 1989. In England und vielleicht auch hier haben sich neue Verhaltensmuster unter den jungen Leuten herausgebildet. Sie trinken nicht mehr, sie nehmen weiche Drogen. Sonnabnachts gehen sie zu geheimnisvollen Partys, die an fremden Orten und in weit ausgelagerten Vorstädten stattfinden. In Lagerhallen, Wohnungen, leeren Fabriken.
Man zahlt 15 Pfund für ein Ticket. Auf dem Ticket steht nur eine Telefonnummer. Um 10 Uhr abends ruft man diese Nummer an und dann sagt man dir, in welchem leeren Gebäude die Party stattfinden wird. Da ist ein Hauch von Gefahr. Auch die Anwendung von Gewalt liegt in der Luft. Das letzte Tabu der leeren Städte bei Nacht. Alle Systeme arbeiten und dagegen setzt man kleine Kriege. Die Gebäude, in denen die Partys stattfinden, haben oft Eigentümer, die nichts von ihrem Glück wissen, also eine Art vorübergehende Hausbesetzung mit viel Lärm und Tanz. Und die Frage ist immer, wird die Polizei die Party sprengen oder nicht? Es scheint, als müsste man neuerdings Partys unbedingt in einer Gefahrenzone abhalten. Vielleicht wäre Wilhelmsburg ein wenig zu naheliegend, oder? And it's almost as if you now have to have a party in a dangerous circumstance. The market makes it live, but as soon as you look beyond the market, as soon as you sort of raise your eyes about sort of 8 feet. Der Markt macht's lebendig, aber wenn man den Blick über einen halben Meter hebt, sieht man Gebäude, die töten. Sie wirken so leergeräumt, ohne Augen. Die Fenster blicken nicht aufs umliegende Land und beherrschen es, sondern nur nach innen. Sie öffnen nicht den Blick, sondern sie schotten ab. Vielleicht ist das ein bewusster Teil der Stadtplanung. They don't look out. They're not buildings which look out onto the space. And sort of command it. You always say, watch out for the second generation. Second generation. Die zweite Generation wird schwer haben. Wir. Im Norden Englands gibt es ein Sprichwort, einmal rund um die Uhr mit drei Generationen. Die erste Generation verdient das Geld, die zweite versucht es zusammenzuhalten und die dritte gibt es aus. First generation makes the money, second generation tries to keep it, the third generation spends it. Bei den Europawahlen im Juni war eine Partei, die sich Republikaner nennt, hier besonders erfolgreich, wie auch in anderen Satellitenstädten Hamburgs. Warum ist das so? Unterschiedliche Generationen? Wenn ich mich umschaue, fällt es mir schwer, über die Gründe zu spekulieren. Rassismus kann nicht der Grund sein. Ich habe vorhin nur eine Inderin mit Kind gesehen. Vielleicht ist hier irgendetwas mit dem Traum vom besseren Leben schiefgegangen. Verlorene Träume. Die Leute, die in den 50er und 60er Jahren hierher gezogen sind, waren froh, endlich in Wohnungen mit Zentralheizung und fließend heiß und kaltem Wasser zu leben. Ihre Kinder ziehen aus, sie sind allein, was sollen sie abends machen? Langsam fühlen sie, dass ihnen etwas weggenommen worden ist. Their children are leaving them. They're lonely. What is there to do at night? And somehow they feel that something is being taken away from them. Die Höhen und Tiefen des Viertels wollte er uns zeigen, der Sheriff, wie er genannt wird. Er war Zimmermann, jetzt ist er Frühinvalide. Zu viele Überstunden, zu viel Schwarzarbeit. Er will sich zum LKW-Fahrer umschulen lassen. So, was wollen Sie da hier machen? Da können Sie hier durch die Straßen auf und ab laufen. Mehr können Sie nicht machen. Na ja, dann geht man da so fünf und sieben kann man sagen. Ne? Dann trifft man da seine Bekannten. Und er hält sich ein bisschen, meist über Sport, ne? Oder eine erzählt dies und das und jenes wieder, ne? Wie jetzt zum Beispiel, das kleine Kind da tot gefahren ist, ne? Am Sonntag haben sie es mitgekriegt. Ja. Oh, wenn man über den 7 ist, dann geht man nach oben, stellt den Fernseher an. Ne? Und wenn da der Schluss ist, dann bleibt einem nichts anderes über zum Bett, ne? Und das auch am Wochenende. Das hier nimmt sich aus wie der Traum von der Stadt im Grünen. Man errichtet Gebäude mitten in einem Park. Das ist wundervoll, wenn es Sanssouci oder Starhead ist. Aber Kirchdorf Süd ist nicht in einem Park gebaut worden, sondern auf Grund und Boden, den niemand wollte. Zwischen Eisenbahntrasse und Autobahn. Das erzählt nichts. Die Gebäude stehen für keinerlei Geschichte.
So wie die schlicht nur geparkte Kirche dort hinten. Sie steht in keinem Verhältnis zu den Gebäuden. Sie ist nicht Teil einer Stadterzählung. Ist das nicht eine Illusion? Die Gebäude sind 20 Jahre alt. Sie haben eine Geschichte. Aber sie altern schlecht, weil sie immer wie neu aussehen müssen. Doch sie altern. Man mag nur ihre Geschichte nicht annehmen. Es ist wie Videoband. Das sieht immer viel frischer aus als spröde, alternder, verschrammter Film. Trotzdem ist es 15 Jahre alt. Die Nazi-Zeit hat 12 Jahre gedauert, aber in ihrer eigenen filmischen Propaganda kommt sie uns viel länger vor. Die 70er und 80er Jahre sind rätselhaft verschwunden und trotzdem jederzeit auf Video abrufbar. Trotzdem haben diese Gebäude keine Biografie, erzählen keine Geschichte. Gib den Architekten die Schuld. Nein, es sind nicht die Architekten. Es ist eine politische Idee und Entscheidung. Weil Wohnungsnot herrscht, werden viele Wohnungen gebaut. Aber wo und mit wem? Die Wohnungen müssen irgendwo stehen. Und wenn die Lösung ist, sie dort zu bauen, wo niemand irgendetwas unternehmen möchte, dann nimmt man der Politik alle Eigenarten, die aus einer Stadt erst eine Stadt machen. Politik ist griechisch und heißt für die Stadt. Wenn man aus allem Vorstadt macht, wird's verrückt. Politiker müssen uns nicht mit Häusern und Wohnungen versorgen. Nein, sie müssen Orte anbieten, wo Menschen leben können und wollen. Und das ist etwas völlig anderes. Menschen können in den absurdesten Situationen existieren, in übrig gebliebenen Häusern, an alten Kanälen. Gut, Menschen halten sich hier auf. Aber wo sind Hinweise auf Lust und Freude? Right next to an old canal. I mean, people are living here, but I would say, well, what are the signs of pleasure? Mümmelmannsberg, neue Heimat, 15 Jahre alt. That's right. What does it? I mean, every minute. Ja, und man sieht jede Minute. Das nennen wir Jägerzaun. Es ist ein Versuch, es heimisch zu gestalten. Heimat. Yes. Woodland, like the sort of woodland, the woodland beer cans down there. Wieder diese kleinen, tot aussehenden Fenster, die nicht ausblicken. 1976 waren die meisten dieser Blocks leer. Guten Abend, wir wollten uns nur mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal gewundert haben. Wir haben unten diese Wohnung gemietet. Wir sind vom NDR. Ja. Und mein Name ist Rosenmauer. Und nur, falls Sie sich wundern, was wir tun, wir machen also so eine Sendung. Für das Weihnachtsprogramm, und es soll eigentlich eine unterhaltsame Sendung sein, und so ein bisschen über die Leute, die hier wohnen und sowas. Ach so. Und, ja, klar, Moment, bitte, ich hole mir eben meinen Mann, ja? Ja. Guten Tag. Wir wollten eigentlich nur guten Tag sagen und Ihnen, weiß nicht, ob Sie gemerkt haben, dass unten die Wohnung bezogen worden ist, wieder neben dem Zahnarzt, das sind wir, also vom NDR. Sind Sie hier unten, haben Sie neben dem Zahnarzt bezogen? Ja, ja. Zu der Miete? Wo ja, sind Sie denn da eingezogen? Das ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, wir können es uns leisten von Ihren Fernsehgebühren. Ja, aber ich meine, das ist doch ein bisschen unrealistisch, ne? Wo die Leute alle ausziehen, da ziehen Sie hier rein. Ja, vielleicht ist das auch ganz komisch. Ich meine, wir haben uns schon gewundert, als wir hier eben durchs Haus gegangen sind, dass fast alle Wohnungen leer sind oder sowas. Ich meine, hier so in manchen Etagen, wo... Das Haus steht so zwei Drittel leer, kann man sagen. Im Einkaufszentrum. Teilweise an schwedische Investoren verkauft. Die gut arbeitende Gesamtschule wegen Asbest geschlossen. Aussiedler, Asylanten, buntes Völkergemisch, Alteingesessene. Eine Vorstadt wächst langsam zusammen.
trotzdem Wahlerfolge der Rechten. Eine Anzeige der SPD. Wir wünschen der Bundesregierung einen schönen Urlaub, darunter ein Rettungsring. Merkwürdig, dass Sie es gerade hier tun. Ursprünglich Ihre Wählerdomäne, aber mit Problemen, die auch hausgemacht sind. Hier sollen sich die Bewohner der alten Wohnanlage mit Kindern und jungen Menschen treffen. Deshalb Sandkisten, Nischen und Skulpturen mitten im heftigen Windzug. Die Generationen sollen kommunizieren. Soziale Lenkung war nie eine erfolgreiche Wissenschaft. Menschen zu sagen, wie sie sich benehmen sollen, ist das Dümmste, was man machen kann. Dafür gibt es einige Beispiele im Ostblock. Genau. Zumindest werden diese merkwürdigen Mauern von den Kindern genutzt. Aber es ist leider keine Bühne. Nichts, wo man sich zeigen kann. Hallo. Out of this world, prices so high will make your head swell with new developments and improvements. Does it make sense to pay the pounds and pence on the residents that represent the epitome of the 20th century, which won't cater for you or me, because the social effects of prosperity means for some benefit, others live in poverty. So the doctrines demands and make expands on the environment. It's natural requirement. Computer ages cause early retirement. It's like that. On the doctor's tip. Why does the government say that this should be good to happen in my neighborhood? You know what I'm saying? People are acting strange and unrearranged. Check it out. The doctor's tip. Aber wenn man hier so in der Stille sitzt, da gibt es also die Geräusche, die von unten kommen, von Frau Händel. Und von draußen. Ne? Und von draußen. Aber das hört man gar nicht mehr, wenn hier ein Zug rüberfährt. Da hat man sich so dran gewöhnt. Der Kühlschrank. Alles. Kamen denn früher die Eisenbahner auch mal eben so zwischendurch rein? War doch immer alles voll? Doch, die kamen immer zwischendurch. Aber das dürfen sie ja heute nicht mehr. Die sind ja fix auseinandergerissen. Da waren dann immer so die Gruppen zusammen, ne? Die Kolonnen. Und wenn die sich dann zu einig waren, dann wurden sie auseinandergerissen. Das Menschen zusammenhalten.
Das gibt das heute nicht mehr. Das können Sie in den großen Wohnblocks, da kennt einer den anderen ja bald nicht mehr. Die Jägerpassage in St. Pauli ist ein typisches Beispiel von Arbeiterwohnungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Eine Terrasse. Warum verpisst ihr euch nicht, Spekulantenpack? Ich bin ja für die rot-grüne Koalition. Nur die hat nach meinem Dafürhalten eine Zukunft. Aber wird es was, kommt es dazu? Herr Froscherau und die Leute wehren sich. Wächst in den noch vom Krieg gezeichneten Mauern dieser Stadt heran. Das Leben hat von Neuem einen Sinn erhalten. Hamburg hat sein Schicksal fest in die eigene Hand genommen. I mean, I guess every city has to have itself and its other. Jede Stadt braucht sich selbst und das andere. Eine Stadt ohne Kriminalität existiert nicht wirklich. Es muss das Gesetz geben und die Verstöße gegen das Gesetz. Sonst würde man das Gesetz ja auch nicht brauchen. Das hier sieht viel mehr nach richtigem Leben aus. Hier können Leute einziehen, Dinge tun und das auch noch fühlen, erleben. Wo immer man hier hinguckt, so verschachtelt wie dieser Hinterhof ist, es ist wie eine Kiste in der Kiste in der Kiste. Ständig entsteht ein neues Geheimnis. Das ist wundervoll, aber man kann es nicht planen. Und man sollte es auch nicht planen. Das ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, ähnlich wie die Wohnsilos. As the building of tower blocks. The city as a Bildungsroman. Yeah. A formation novel. Die Stadt als Bildungsroman. Natürlich kann man darüber völlig nostalgisch und schrecklich sentimental werden. Die Engländer haben das in ihrem Wohnküchenrealismus vorgeführt. Warum ich sehr froh bin, hier zu stehen. Die Gebäude strahlen Ruhe aus. Wenn man auf das Gemäuer schaut, kann man sich die Leben vorstellen, die sich hinter den Gardinen abspielen. In den glitzernden Passagenbauten der Innenstadt weiß ich, welches Leben da abgewickelt wird. Ziemlich neurotisch. Hier aber gibt es wirkliche Probleme. Und nicht nur eingebildete. Die Menschen müssen kämpfen. Oberhalb der Landungsbrücken steht der Turm vom Hotelhafen Hamburg. Eine Markierung für seinen Stadtteil St. Pauli, Wilhelm Bartels. Lieben Sie Hamburg? Ich liebe Hamburg. Vor allen Dingen liebe ich St. Pauli. Ja. Warum? Weil ich hier groß geworden bin als Kind. Praktisch schon rumgetorkelt bin und meine Geschäfte gemacht habe auf St. Pauli. Von hier ist alles geflossen, hier war das Herz. Ich habe Wohnungen gebaut, ca. 2000. Ich habe alles Mögliche gemacht. Sie wissen ja, ich habe ein Ringerzelt am Millerntor gehabt. Und ich liebe St. Pauli. Ich will aber nicht sagen, dass es mein Können ist. Das Leben hängt vom Glück ab. Ich bin aber ein Glücksjunge, ich habe Glück gehabt. Oder meinen Sie, dass Sie Leute, die nun wirklich betagt sind, in Geld leben? Das sind alles Glückssachen, Glückskinder.
Das kommt nicht von dem eigenen Können. Mit, aber nicht voll. Ich bin arm geblieben, aber ich bin trotzdem reicher als mancher Reiche. Mein Leben ist so reich gewesen. Also finanziell habe ich es zu nichts gebracht. Nicht? Ich kann mir hier diese Städte leisten und ich freue mich. Ich liebe Natur und ich bin draußen und lebe in der Erinnerung und die ist so schön. Aber es ist ja eben einen, das merke ich auch bei dir, dass du ihm nicht nur sagst, das ist eine schöne Erinnerung, sondern du kennst die Widersprüche, du erinnerst die Schmerzen, du erinnerst die Depressionen. Ja, trotzdem war die als Erinnerung im Ganzen schön. Guck mal, reiche Leute sprechen auch gern von ihrer Zeit, wo sie arm waren, nicht? Nein, mein Leben ist reich gewesen. Es war schön. Ich könnte dir so viel erzählen. Yeah, coming down here, it's a bit like being an archaeologist before the Holocaust has hit anywhere, isn't it? Wenn ich hier im Hafen bin, darf ich Archäologe sein, bevor ein neuer Feuersturm kommt. Archäologe vor dem Ereignis. Das hier alles wird weichen. Das ist vorbei. Nur noch Verrückte mögen so etwas. Es liegt alles gefährlich nah an der Nostalgie. Nostalgie von Geschichte zu trennen ist etwas, was sehr, sehr schwierig ist. Wir unterrichten das nicht an unseren Schulen. Very, very difficult. We don't teach it in schools. Es ist eine erstaunliche Komposition, der Anleger, die Kais, die Kräne. Wenigstens haben wir es jetzt im Bild festgehalten. Dann dürfen Sie es niederreißen. Mm-hmm.